Das Problem kenne ich auch. Oh, ich sag dir es, ey, das ist so lästig. Ach, wieder nix. Ich mache zurzeit so Tagessachen in der Szene mit meist schon anderthalb Stunden beschäftigt. Ja, das ist es ja. Man ist mit so vielen Zeug auch durch das Update schon so krass beschäftigt. Du willst dir auch die Bootstouren mitnehmen. Dann musste man noch zu dem Karl-Heinz da und da diesen Marktplatz sozusagen ja eröffnen. Ich war letztens dort gewesen. Und da war diese Troller da, diese Friseurin, die hat mir eine Kurzhaarfrisur verpasst. Habe ich das der Maya gezeigt? Und sag ich, ja, guck mal. Ich habe jetzt kurze Haare. Die hat mir einfach die Haare geschnitten. Ich sag dir es. Hier ist was los. Loot, Baby, Loot, Loot. Karl! Ach, der kommt wieder nicht bei. Aha, jetzt ja, ne? Yeah, I can hold on to that for you. Nicht wirklich nicht viel Dreck. Oha, dann hast du ja Glück, Anja. Dann hast du Glück gehabt. Yeah, I can hold on to that for you. Braucht man ja auch nicht, gell? Cool stuff. Ja, ja. Es wäre noch cooler, wenn du auch Dinge fangen könntest. Manchmal kannst du es, manchmal kannst du es nicht. Weiß auch nicht, was mit dir los ist, Karl. Was ist eigentlich los mit dir? Wäschekorb. Haben wir das schon gemacht, ja. Das haben wir aber noch nicht gemacht. Hey! Ho! Brauche ich nicht. Komm, pack die Taube aus. Der Browser ist auch noch nicht wach, Selindes. Ach, was eine Not. Oh, da haben wir wieder Kohle zu scheffeln beim Händler. Also die 1000 Dollar, die würde ich schon gerne bald zusammenkriegen, ne? Aber so, wie, so krass wie wir looten, kann das natürlich auch sehr gut sein, gell? Eine Clownsbeere. Tu ich mir wieder Esse, gell? Kennst mich ja. Do we really need it? Ja, dann Tee, ne, Gunnar? Tee wäre noch eine Möglichkeit, oder? Leider gibt es kein Waschbecken, aber gleich zwei verschiedene Duschen. Penner sind komisch. Ja. Ja, wenn, dann waschen sie sich gleich überall, weißt du, Anja. Oh, wenn. Nice. Oha. Heute finden wir aber viel. Viele Flaschen. So, wo müssen wir denn hin? Da runter, ne? Ach, bei dir ist der Marktplatz schon fertig. Ja, wenn der Marktplatz fertig ist, dann ist ja schon nicht mehr so viel Arbeit. Aber immer in die Runde Flaschenpost suchen, gucken, wer bastelt, Gymnastik, Kaffee trinken. Ja, siehst du, Kaffee trinken mache ich ja schon gar nicht. Das kommt ja bei mir auch noch dazu. Zu Harvey fliegen und bei Rainer ein Kunstwerk kaufen, in der Hoffnung, dass er mal was Neues für mich hat. Dann zur Ferieninsel, die Flaschenpost suchen, ein Rezept vom Koch holen und dann noch die Bootstour. Ja. Was für eine Ferieninsel? Was? Was für ein Rezept vom Koch? Would go great with whiskey. Alles klar. Irgendwann wartet hier jemand auf uns, ich sag's euch. Irgendwann. Karl? Fang.
Kann er nicht. Er kann heute nicht fangen. Du hast auch noch deinen Kaffee nicht getrunken, yeah, gell? Obdachlosen-Simulator? Ja, anders, Darian. Also, pass auf. Es hat schon Story, das Spiel. Und zwar sind wir Karl-Heinz, dem ein halbes Gehirn von einer der größten... Also, du musst dir das vorstellen wie Gotham City. Und es ist irgendwie so eine böse Firma, die irgendwie, weiß ich nicht, böse halt ist. Und keine Ahnung, was wir für eine Rolle übernommen haben. Auf alle Fälle hat uns diese Firma ein halbes Gehirn entnommen. Und unser sprechender Einkaufswagen Karl war mal ein Mensch und der ist jetzt zu einem Einkaufswagen geworden. Ich möchte jetzt, wie gesagt, ja auch heute die Story durchspielen. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich glaube, es gibt noch nicht, die komplette Story ist draußen, aber so weit, wie es halt geht. Du hast deinen Jahresbericht in Twitch bekommen? Oha, Paddel. Ja, dafür für die Kunstwerke, Anja, habe ich ja die Zeitschrift, Gott sei Dank, wo ich dann immer abhaken kann, was ich schon habe und was nicht. Ja, ja, Darian, geil, ne? Klingt ziemlich realistisch in diesen Zeiten. Ja, auf alle Fälle, oder? Du hast deinen Jahresbericht bekommen, jetzt bin ich aber neugierig. Wo denn, wo denn? Wo denn? Oha, Paddel. Du warst ein Superfan. Es gibt Fans und dann gibt es dich. Du warst ein Superfan von Frau Zockersucht. Oha! Bäm! Deine am häufigsten angesehenen Kategorien waren 7 Days. Oha! Du hast Vollgas gegeben. Oha! Wow! Du bist ein Superfan von mir. Ja, Paddel, was soll ich sagen? Ist doch kein Wunder, oder? So. Rattenversteck. Ah, here you are. Father is back. I think he's pretty mad because of our little adventure. I told him it was your idea. Is he here? Good, bring him to me. Trixie told me about your plan to use the giant pigeon to transport the machine. I admit it seems silly to me at first, but I think it may actually work. This means that we have everything we need to make our move. Go to the Evil Way headquarters. Be sure that you get there just before lunchtime. Officer Alex will be waiting for you with an inspection warrant. You'll act as a technical inspector. You know, the dirty kind on Evil Way's payroll. They should get you to their basement where they're holding the machine. Hey, what about me? The shopping cart will act as a mobile toolbox. Hidden in it, there'll be tracking devices that I need you to install on all the vents in the basement. This will allow my children to swarm inside when the time is right. With their help, you'll be able to disconnect and transport the machine to the rooftop. Of course, you'll need to disable the security system first. Your hot dog friend will help you out with that. We already arranged that he'll be the one delivering the lunch for Evil Way scientists. Is the plan clear? Good luck, then. This is it, pal. The time has finally come to kick some Evil Way asses. I would much prefer a direct approach. I'd drive my wheels repeatedly over their stupid faces. But if a little bit of espionage has better chances of success, then so be it. I can't wait to recover their machine and use it to become normal again. I already made plans for what to do after I get my body back. First, I'm gonna eat some hot dogs. Then, I'm gonna drink until I pass out. Then, let's just settle for a simple two-step eat and drink plan. Also, mal kurz zur Erklärung. Dieses Evil Way ist diese krasse Firma, die hat eine Maschine gebaut, um uns unser Gehirn anscheinend zu entnehmen und ihn zu verwandeln. Keine Ahnung.
Diese Maschine steht unten im Keller und die müssen wir hoch aufs Dach bringen. Und es stehen jetzt verschiedene Leute für uns zur Verfügung, die uns helfen. Die uns helfen, Punkt. Ja, Gunnar, heftig. Romana ist auch schon da. Ich bin auch ein Superfan von Frau Zockersucht. Was ein Wunder. Hey, meine Superfans. Sunny Schnuffis, hallo. Ei Gude, du bist ja online. Hab dich vorhin erst entdeckt und den Bum-Simulator geschaut. Und deutsche Sprache ist so vertraut. Ey, da muss ich dir folgen. Ei, super, Sunny. Das finde ich super von dir. Und vielen Dank nochmal für dein Follow, gell? Herzlich willkommen. Da freue ich mich ja. Siehst du, passt ja. Ja, Mann. Ei, super. Aus welchem Teil kommst du dann? Karl-Heinz eskaliert erstmal. Hallo Skeptis, guten Morgen und vielen Dank für den Lurk. Viel Spaß. Ist das Meister Splinter von den Ninja Turtles? Sieht so aus, ne? Vielleicht die Vorlage, Skeptis. Oha! Da hast du recht. Siehst du, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Oh, Gunnar. Oh Gott. Das Jahr endet ja katastrophal, oder? Diep, 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 diep. Ursprünglich die Wetterau. Die Wetterau. Alright. Jetzt Wiesbaden. Ja, Mann. Unsere Landeshauptstadt. Schön. Schön. In Wiesbaden war ich leider erst einmal gewesen. Einfach mal einen Ausflug hingemacht und so weiter. Es war schön gewesen. War schön. Wiesbaden ist auch sehr, sehr schön. Müsste ich auch mal wieder hin, Sister. Wiesbaden. So, da oben geht's wieder ab. Da holen wir wieder unsere Täubchen raus. Beziehungsweise unsere Wirbelstämmsche. Ei, gute Agent Zombie ist auch am Start. Na, alles klar. Was geht ab? Krieg ich die so hin? Ja, gerne. Habe ich doch gerne gemacht. Ei, gute Morsche, Zeni. Gute Morsche, ihr Hesse, Pfälzer, Westfale und was man auch alles so hat. Around the world und so weiter. Genau. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Du hast nichts gemacht. Around the world. Da hast du recht. Hier ist ja jeder willkommen, gell? Ja, ja. So sieht's eben aus. Eben so sieht es aus. Around the world. Ja, das Jahr ist katastrophal, Gunne. Ich versteh's. Irgendwie ist das Jahr katastrophal. Einerseits ist es schön, aber andererseits ist irgendwie, weiß ich nicht. Öffnest du einmal die Büchse mit den Keksen, kannst du nicht mehr aufhören. Oha, es gibt es. Oha. Alle fit, morgen muss ich Personal machen lassen und dann noch Gewerbe anmelden für Twitch. Oha. Oha. Ja, dann it's a go. Ich überlege gerade, ob ich mich ablege erstmal. Legen wir uns ab? Oh, wir müssen übrigens noch ein Schild zeichnen. Moin Racker! Ich bin wieder sehr kreativ heute. Diese Weihnachtsplätzchen, jedes Jahr erwischt es mich. Ja. Da ist irgendwas drin, Skeptis, dass du nicht mehr aufhören kannst, wa? Weiß auch nie was. Ich muss auch nächstes Jahr muss ich auch noch zum Amt, Zombie. Ja. Furzen für Geld. Schurzen wäre gut.
Nadine, bei der Gelegenheit würde ich mich freuen, wenn du mir was Leckeres zum Frühstück aus einer Mülltonne ziehst. Mach ich sofort, Zeni. Mach ich sofort. Aber zuerst wird geschurzt. Schurzen. Ui. Für Geld. Also wenn, dann richtig. So, und dann kommt hier noch so ein kleiner Kackhaufen hin. Oh. Oh je. Oh Gott. Sieht doch gut aus, oder? Oh Gott. Fahrt vom Money, ja Mann. Schurzen, ja Mann. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Das ist super perfekt, oder? Das probieren wir gleich schon mal an dir aus. Komm. Na, wieder nett. Oh, guck mal, wie viel Polizei am Start ist hier. Schöne Schrift, ja Mann. Du willst nicht schurzen für Geld, aber du. Mega. Die Polizei darf man leider nicht fragen. Ja. Oh Gott, hier läuft ja nur Polizei rum, ist ja Wahnsinn. Wo sind denn die ganzen Leute? Komm, wir tun erstmal abladen. Da kommt mir immer der Film und dann kam Polly in den Sinn. Ah ja, davon ist es ja, Skeptis. Ajo. Die Szene ist halt der Knaller, ne? Wir müssen gehen. Was ist los? Ich hab geschurzt. Was hast du? Ich hab geschurzt. Seitdem gibt's bei mir nur noch Schurzen. Poop for Money wäre auch gut. Chevin passt besser zu sein. Laut Lach. Heiliger Strohsack. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Sag mal, stand das Schild schon immer an dem Kerl dran? Mobile Toolbox? Kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Kam ein Update? Nein, wir wollen nicht überfallen werden. Ey, hast du mal einen Euro? Guten Morgen, Amron. Nee. Dem Zeni, dem gebe ich hier erst einmal einen Apfel. Guck mal hier. Da, hier hast du einen Apfel. Aber er wollte ja aus dem Mülltonnen, ja? Ajo. Der Zeni will wieder gesund leben, weißt du? So ist er. So ist er. Kannst du nichts machen. Einen wunderschönen wünsche ich dir auch schon. Guten Morgen. Ich bin nur noch so ein bisschen perplex, wie das hier funktioniert mit dem Gedönsel. Mit dem Gedönsel. Oha, guck mal hier, wie viele Brote wir haben. Wie viele Brote wir haben. Auf Deutsch. Hast du mal einen Wagt? Das waren noch Zeiten, aber ich sag dir's, ey. Ja, Skeptis mit dem Basketball gegen das Brett. Da stehe ich erstmal eben auf, mach den Rechner an. Was macht Chefin? Sie malt erstmal einen Kackhaufen. Ja, guten Morgen, Racker. Bei mir ist jeden Tag Action. Da siehst du mal was. Ich bin auch morgens bekloppt. Apfel vom Baum ist viel zu frisch. Ich mag es lieber leicht angegammelt. Okay, warte, ich hol dir sofort was, Zeni. Ja, wie hast du denn geschlafen, John? Bei mir ist alles gut. Reich gebettelt. Du siehst jetzt 622 Euro am Ron. Da geht hier richtig was los. Da geht hier richtig was los, sag ich dir. So, pass auf. Jetzt müssen wir uns erst einmal wegsortieren, gell? Weil so können wir ja nicht leben. So, hier ist noch ein bisschen Zeuschel. So, das kommt fort. Das kommt fort. Das kommt fort. So. Dann habe ich hier noch ein bisschen Holz. Nee, nee, das musst du rausnehmen. Das kommt da rein. Das tue ich verkaufen. Das kommt noch da rein. Oha. Das kommt auch alles fort. Das kommt da rein. Das kommt raus. Nee, raus.
Musst du mir mal sagen, was du für einen hast, Anja. Sprauch auch noch einen. So, dann haben wir hier... Die passe doch gerade noch so rein, oder? Das ist doch super. So, und dann haben wir hier noch eine Box. Da können wir die ganzen Samen reintun. Weg mit. Weg mit. Und das war's. Und dann hier hinne haben wir unsere Kiste mit der ganzen Guano. So, das kommt auch wieder raus. Achso, müssen wir erst einmal abladen. So. Di-di-di-di-di-di-di. Was, Karibikurlaub mit einem Fischkutter? Oha. Ey, ey. So, hier ist noch Papier drin. Wo liegt noch das andere Zeug? Hier. Was haben wir noch zum Dingsbumsen? Hier, zuerst nehmen wir mal das raus. Ich komme aus Hesse, ja, Zombie. Ich komme aus Hesse. Hört mir ein bisschen, gell? Ich bin ein Hesse-Mädchen, gell? Ajo. Ich komme aus Hesse. Ich sage immer so schön, meine Familie ist im Norden angesiedelt, im etwas südigen Süden angesiedelt und ich wohne in der Mitte. So sage ich immer so schön. Ich habe also fast ganz Deutschland in mir. Unser Saugzweck kann ja eigentlich auch wischen, aber der reine Wischzweck wischt schöner. Oha, gut zu wissen, Anja. Ja, Mann.